was die Neugier einer Verwaltungsangestellten doch alles bewirken kann. Eigentlich wollte Gabriele Zeindelmeier als Mitarbeiterin der Entwässerungsbetriebe in Straubing nur selbst verstehen, was in der Kläranlage genau vor sich geht. Was sie damit nun losgetreten hat, hätte sie wohl selbst nicht gedacht. Ich bin ja in Verwaltung da, habe ja mit dem Technischen nichts zum Tor eigentlich. Und ich bin einfach neugierig, mich interessiert das und dann wollte ich das selber auch mal verstehen. Und deswegen habe ich dann meine Kollegen immer wieder gelöchert und gefragt und so ist es dann entstanden, dass ich das mal niederschreibe. Entstanden ist daraus eine Kindergeschichte über den kleinen Karli, dem sein Schlüssel in den Gulli fällt und der sich deshalb in der Kläranlage auf die Suche macht. Bei ihren Kollegen und Chefs kam die Geschichte so gut an, dass daraus nun in Zusammenarbeit mit Gestaltungsschülern der Fachoberschule ein Kinderbuch entstehen soll. Ich war gleich interessiert dran an der Idee, ein Bilderbuch zu gestalten. Die Idee auch noch, das mit dem Klärwerk zu machen. Über das Klärwerk ist natürlich, weil es so eher ungewöhnlicher ist. Ein Bilderbuch, das macht man über einen Garten, über solche hübschen, schönen Dinge. Aber das Klärwerk, da denkt man nicht gleich dran, ein Kinderbuch darüber zu gestalten. In dieser Woche nahm das Projekt nun Fahrt auf. Die Schüler kamen zum ersten Mal in die Kläranlage, ließen sich die Idee hinter der Geschichte und auch die verschiedenen Abläufe in der Anlage erklären. Ihre Eindrücke sollen sie nun bildlich umsetzen. Voll aufregend. Nein, ist echt voll aufregend. Und ich freue mich total, dass das, weil wie ich das geschrieben habe, habe ich ja nie gedacht, dass das irgendwie weitergeht. Ich dachte, ich kopiere das halt ein paar Mal und gebe mir es halt so weiter. Aber dass da jetzt wirklich so ein Projekt draus geworden ist und sich viel daran beteiligen und das wirklich auch toll finden, ich bin total stolz, freue mich voll. 3 mal 2 Wochen ist dieser Praktikumsblock. Also 6 Wochen werden sich die Schüler damit beschäftigen, wird es zu einem Ergebnis kommen. Also 3 verschiedene, ich sag mal, Gebindebücher oder was auch immer das sein wird, werden entstehen in Gruppenarbeit und die werden dann zum Schluss auch noch vorgestellt, präsentiert, wo es dann, also was, wo wir sehr viel Wert drauf legen, auf eine gute, ansprechende Präsentation. Ja, das wird das Ergebnis sein. Ja, und DonauTV wird die Schüler bei diesem Projekt begleiten. Wir sind dabei, wenn die Entwürfe stehen und dann natürlich bei der Schlusspräsentation Mitte des Jahres.